Hey Freunde, mir ist gerade was Lustiges Sagte nicht, du passiert. hast das nicht gewusst. Ja, das habe ich echt nicht gewusst. Ich habe eine halbe Stunde aufgenommen Kommst du und wirklich nicht daran lassen? ja, irgendwie wollte Fraps das trotzdem nicht. Also wahrscheinlich war die Aufnahme Nur zu auf den legendär. Kopf an. Also, Sei komm es mir nicht drum, so. wir sollen, falls ihr es vergessen habt, Francis Schnaps ja, verpfeffern, verschärfen und das geht nur, wenn wir uns nachts in Samuels Höhle schleichen. Deswegen schlafe ich bis Mitternacht. Und ja. Spurte zu seiner Höhle. Ach, wie Das idyllisch Fest das ist ist. aber nicht Das hat mich schon im Spiel an sich immer wieder. Ja, hört auf zu reden, wenn ich bei euch bin. Och Mann, ihr redet jetzt immer auch dazwischen. Du redest mir auch dazwischen. So, dieser Strand hier, absolut geil. So, Samuel macht schon fast richtig mit seiner Schnapsbrennerei. Ich würde hier zwar, ja, also ich für meinen Teil würde hier ordentlich Sumpfkraut anbauen und ja, es mir dann hier gut gehen lassen, aber naja, Samuel weiß halt nicht, was gut ist. Die Musik von der Mod ist übrigens richtig geil. So, finde ich, für meinen Teil. Aber sei es drum, wir sind hier in geheimer Mission unterwegs. Tudum. Schnellen Hering pfeffern. Yeah. Mal wieder ein eleganter Move unsererseits. Halt, Drecksau. Was hast du meiner Brennerei verloren? Meine Unschuld. Ich wollte ein neues Rezept ausprobieren. Ach so, warum bist du damit nicht direkt zu mir gekommen? Ich habe immer Interesse an neuen Rezepten. Was ist die Hauptzutat? Muss man ihm nicht auch bei Gothic 2 Rezept bringen? Ich entscheide mich so für Sumpfkraut. Wie gesagt, das kenne ich schon. Ist eine gute Variante, das hier. Sumpfkraut. Das klingt interessant. Aber du könntest das nie vernünftig brennen. Ich sag dir was. Bring mir 2 Stängel Sumpfkraut und ich brenne den Schnaps für dich. Danach darfst du natürlich kosten. Naja, ein Sumpfkrautschnaps. Naja, eigentlich ist die Kombination eigentlich ja so nicht so günstig. Aber naja. Wir haben entsprechend dicke Eier, um das auch auszuhalten. So, als nächstes machen wir uns auf die Suche nach Skips Kompass, dem Kompass in der See. Habe ich gerade ordentlich nachgesucht, bis ich ihn dann gefunden habe. Beziehungsweise bis mir aufgefallen ist, wo er ist. Tatsächlich gefunden habe ich ihn nicht, aber ich weiß jetzt ziemlich genau, wo er ist. Ah, komm her, das sind hier 2 Lurker. Nein. Wenn ich den ersten. Genau, wenn er den Move macht und ich den ersten, ja, Schlag, sag ich mal, verpasse, dann, ja, wie soll ich's sagen, dann trifft er mich. Ich Depp. Das hätte ich auch in einem Rutsch sagen können. Okay, machen wir uns damit kein Problem. Nein. Eigentlich wollte ich gegen dich auf dem Felsen an sich kämpfen, aber was machst du denn da? Ach, wie süß. Ja, sicher, jetzt taucht er aus dem Wasser auf. Okay, es hat ihn aber doch einiges an Agilität gekostet. Mensch, was machst du denn, Kollege? So, verändere ich mal die Kamera ein wenig entsprechend. So, wo war es direkt? Genau, hier unten irgendwo. So, Nein, das sind Fische.
Och Mann, jetzt habe ich... Hier. Verdammt, genau das ist mir gerade auch passiert. Dann war er auf einmal weg. Apropos weg, ich sollte auch mal hier weg. Schaue ich mal... Bin ich blöd? Ach da. Schaue ich einfach mal ins Inventar. Vielleicht hat man den ja automatisch aufgenommen. Diese Tauchgeschichten bei Gothic fand ich eigentlich immer relativ cool. Bei 1 musste man noch irgendwie in Xardas altem Turm eine Tauchpartie einlegen. Schau ich mal. Sieht nicht so aus. Obwohl, doch, ja, in Xardas alten Turm musste man doch eine Tauchpartie machen und hier bei der Nacht des Raben war es doch in dieser komischen Höhle, wo man da runterspringen musste, was ich mich erst voll spät getraut habe, nachdem mir das bestimmt 4-5 Leute gesagt haben und ich es mehrfach im Forum gelesen habe. Aber ich habe deinen Kompass. Zeig erstmal her, was du für einen Müll aus der See gefischt hast. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja wirklich mein Kompass. Und da funktioniert sogar noch. Kein Tropfen Wasser ist im Gehäuse. Hier, einen. Das Finderlohn. Ah. Hauptsache, ja, hier wird in Schnaps bezahlt. Ja, das erinnert mich an... Ach, doch, ich erzähl's. So, wir haben bei uns ein, ja, wie soll ich es ausdrücken, so ein besonderes Fortbewegungsmittel und da an der Station, also das ist ein öffentliches Verkehrsmittel und da an der Station, da hängen halt immer richtig viele Schnapsleichen rum und so wie ich das mitbekommen habe, bezahlen sie sich wirklich so in Bier und Schnapsflaschen. So der eine, der hat irgendwie ein paar Kippen dabei und dann kriegt der dafür eine Flasche Bier oder darf da Schluck draus nehmen oder so. Das ist, keine Ahnung, ist halt übelst krank, aber hat auch irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung, ist halt so eine Alkoholparallelgesellschaft. Aber naja, über sowas soll man sich eigentlich nicht lustig machen, weil im Endeffekt weiß man ja nie, weswegen die Leute dann so geworden sind. Aber es ist doch immer recht lustig. Ach Mann, jetzt mache ich mich da darüber lustig. Verfolgt ihr mich noch? Ja, macht ihr. Was seid ihr überhaupt für Viecher? So, die Wüstenratten waren noch relativ einfach. Weil ich habe hier gerade, als ich aufgenommen von einer Sumpfratte so aus was von auf die Fresse bekommen. Okay. Die Wüstenratten sind aber einfach mal gar kein Ding für den King. Das erledige ich mal eben. Dann habe ich da Warane gesehen, an die sollten uns noch nicht dran trauen. Hier Jenkins, mit dem mussten wir zu dieser Teleport-Geschichte gehen. Allerdings, als ich das gerade gemacht habe, ist er von einem riesigen Wolfsrudel bestimmt 12, 13 Stück zerfickt worden. Und ich würde sagen, das machen wir erst, wenn wir ein bisschen stärker geworden sind und da auch entsprechend reinholzen können. Geben wir erstmal die Quest hier ab. Ja, was gibt es Neues? Wegen des Schnapses, ja. Ich habe den Hering ordentlich gepfeffert. Tada! Ich kann kaum erwarten, dass Francis in ein paar Tagen seinen Schnaps abholt und eine kleine Überraschung erlebt. Gut gemacht. Du bist wirklich in Ordnung. Aber sowas von. Okay, waren wir jetzt da drüben, dann würde ich sagen... Schauen wir uns mal die andere Seite des Strandes an. Mal sehen. Wolfskirchen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Das war der Orgbrief, was war das? Selbst ist er da nicht drauf. Warte. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ach ja, das war dieses Dings da. Dieses Rätsel. Keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich nachgucken und euch dann erzählen. Ich hätte es selbst rausgefunden. Aber, naja. Hatte ich hier nicht einige Lurker zur Strecke gebracht? Genau. Dort haben wir noch einen von diesen Gesellen. Aber wir wissen ja, die können uns auch mal in Bedrängnis bringen.
Und jetzt zu sterben wäre, ja, wäre nicht allzu cool, finde ich. So. Deswegen verspeisen wir die zahlreichen Sachen, die wir hier im Inventar haben. Einfach so. Und ja, wir holen uns zuerst das Lurkerlein. Ach man, ich finde, es sollte einfach so einen Gothic-Film wirklich im Kino geben. Nein, der kann mich doch nicht mit dem ersten treffen. Aber der Film müsste dann bestimmt so, für jeden Gothic-Teil müssten bestimmt so 6-7 Filme gedreht werden, damit, weil es soll wirklich alles vorkommen. Wow, wow, wow. Nicht, dass das jetzt ein nicht zerfickendes Biest ist. Nein, das ist eine von den gefährlichen Sumpfratten, von denen ich euch erzählt habe. Nichts unterschätzen die Viecher und so gut wie unbesiegbar. Natürlich nicht, wenn man Trick 18 auf Tasche hat. Die Viecher sind voll geil. Wie sie einfach total unmotiviert auf mich zugestürmt kommt, sobald ich in Reichweite kommt. Komme. Bäh. Hier, Kollege. Ach. Bin ich blöd? Anscheinend. Weswegen ich mich gerade frage, warum ich blöd bin. Ich weiß nicht mehr, wie man nach hinten guckt. Hallo, du wirst von hinten geschlagen und willst lieber mich in meiner Lebensfreiheit einschränken? Wie weniger. Ich habe meinen Kill geklaut, ihr Saftsäcke. Ich Idiot. Nach hinten schauen. Umsehen. R. Hä? Naja. Oder ich hatte die Steuerung immer umgestellt. Naja, ist wie gesagt schon ein bisschen was her. Das heißt, wie gesagt, das habe ich bei meinem anderen Let's Play gesagt, der Gemeinschaft des Grauens mit diesem absolut genialen Ende. Falls ihr es nicht gesehen habt, zieht es euch auf jeden Fall rein. Ignoriert mal einfach den ersten Part, was ich da so von mir gebe. Aber das gilt ja immer für die ersten Parts von mir. Auch hier, der erste Part ist ja mal ordentlich in die Hose gegangen, also beziehungsweise die ersten 2 Minuten. Goldene Halskette, Spruchrolle, Blitzschlag. Nice. Nicht mehr? Was bist du denn für ein Skelett? Kein Wunder, dass du gestorben bist. Dein Tod bedauere ich nicht. 2000 Erfahrungspunkte brauchen wir, um aufzusteigen. Ein weiteres Mal. Mhm. Sammeln wir mal die Reste hier ein. Ich glaube, davon schwärme ich schon in einem der ersten Parts, wie toll das ist, dass man hier so immer im Meer und so alles suchen kann. Ja, ja, aber ich trödel viel zu sehr bei diesem Let's Play, glaube ich. Aber keine Ahnung, wie gesagt, für mich ist das auch hier jetzt nur noch zum großen Teil, aber für mich ist es halt auch neu und gerade so Piraten-Setting, ihr wisst, Wissen 2 und so, Vorfreude, dies, das. Yep. That what it is. Sollten euch die Quests hier nicht sagen, schaut euch einfach einen der vorherigen Parts an. Beziehungsweise die vorherigen Parts. Aber wenn ihr diesen Part guckt, habt ihr wahrscheinlich auch die vorherigen Parts geguckt. Deswegen war das jetzt schon wieder unnötig. Naja, Skip, hast du noch was für uns? Von mir erfährt keiner was. Nee, okay, dann würde ich sagen, verlassen wir mal das Lager. Weil ich habe doch im ersten Part vor der Tür Alligator Jack oder Alligator Jack gesehen vorher. Oh, da hinten sehe ich schon was auf dem Felsen.
Oh, das ist nur eine komische Maserung, aber das werde ich mir jetzt direkt reinziehen. Hammer, toll. Ich habe mir, glaube ich... Nee, das ist nur diese Pflanze. Ich habe mir vor kurzem erst den Schmiedehammer gekauft. Oh, Hammer. Das erinnert mich.